Hallo und willkommen zurück. Nein. Wer denn das? Schön. Und das war der Cold Opener. Schön daneben. Hi, ihr seid bei Let's Learn to Play, wie ihr gerade gesehen habt. Wir spielen weiter The Last of Us. Wir haben uns mal informiert und wir haben noch ungefähr circa 7 Stunden Spielzeit. Genau. In diesem, auch wenn normalerweise, warte mal, so mit der Jacke sehe ich jetzt gerade so aus, als hätte ich negative Wampe. Das wollen wir natürlich nicht. Genau. Nee, Schatz. Ich kann sie auch zumachen. Also. So ist dann besser. Ja. Genau. Genau. Da, obwohl der Channel Let's Learn to Play heißt und eigentlich Rika spielen lernen soll, bei dem Spiel haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das spiele und sie einfach nur dabei ist. Kommentiert, naja, mich ablenkt und beschwert darüber, dass ich loote. Ich habe am Anfang das auch noch die erste gespielt. Halbe Stunde, nicht mal. Nein, länger. Ich kann dir Videos zeigen. Nee, länger. Genau. Und dann haben wir festgestellt, dass wenn das so weitergegangen wäre, werden wir das Spiel nie abschließen das würden. Stimmt. Deswegen haben wir dann uns gedacht, nee, weil du ja auch das gern auf jeden Fall spielen wollen würdest. Mhm. Und wir ja genug anderes Zeug haben, wie siehe Videos auf YouTube. Wir haben ja genug anderen Kram da nebenbei dann noch. Oh gemacht. Gott, Jens hat noch so schöne Ideen. Also Jens, kommen ja auch wieder ein paar. Nächste Woche startet, ist jetzt für das Video irrelevant, aber ist demnächst startet oder geht auch Divinity Original Sin weiter. Zu dem jetzigen Zeitpunkt habe ich Urlaub und dann würde ja, ich aber nicht für mich. Am Montag starten. Nein, das ist ein Solo-Let's Play und ein weiteres Solo-Let's Play, wobei du da auch dabei sein könntest, wenn du wolltest. Ich hatte heute mal durchgeguckt und würde mir eine Retro-Ecke zurecht machen, in der ich ältere Rollenspiele mal anspiele. Sprich, in dem Falle dann erstmal konzentriert auf Final Fantasy, weil es gibt gerade bei Steam die Final Fantasy-Spiele relativ günstig. 3, 4, 5, die eh bei mir alle noch so ein bisschen in der Reihe sind. Chrono Trigger. Sowas würde ich dann vielleicht mal für 3, 4 Stunden mal anzocken, gucken, was ich so für den ersten Eindruck habe und insgeheim danach weiterspielen. Aber, damit wir bei moderneren Sachen bleiben, wir sind mit Abby gerade durch ein Hochhaus gewandert, beziehungsweise drauf geklettert. Ja. Über einen kaputten Kran. Und sind jetzt dabei, uns mit, ich habe ihren Namen vergessen. Ich muss ja zugeben, da liegt was, Honey. Yeah, ich habe gerade eben die ganze Zeit Borderlands gespielt und ich habe einen anderen Knopf drin. wir haben vor kurzem die Game 2-Folge über The Last of Us 2 gesehen. Wir haben jetzt Ende September, die haben wir bis dato nämlich nicht geguckt, weil ich mich ja nicht, oder genau, weil wir uns nicht spoilern lassen. So, und aufgrund dessen, was die bequatscht haben und wie jetzt auch zuletzt mein Empfinden war, dass das mit Abby völlig unnütz ist. Ich hab keine. Das kann ich wieder nicht weiterreden. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Nein, du kannst wieder nach oben. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Du atmest wieder sehr unangenehm ins Mikro. Besser. Das wird sich hören, wenn du atmest. Ja, gerade die ganze Zeit gar nicht. Gasmaske. Tada. Ich sag ja, da ist der zweite Knopf drin. Mit Borderlands lootest du mit Quadrat. Auf jeden Fall habe ich mich dessen nochmal informiert, warum denn das so abgehatet wurde, bla bla bla. Ja. Problem war, wenn ich das richtig interpretiert habe, was ich da gesehen habe, gibt es anscheinend 2 Enden.
Apropos Spoiler-Vorwarnung. Es gibt zwei Enden. Sowas macht man eigentlich vorher. Nee, ja, Moment. Nee, Leute wollen sowas Nein, nicht mal gerne ist, wissen. Was ist, wenn das falsch ist? Den von der Spoiler hier überhaupt nicht. Ja, aber dann kannst du sagen, vorsichtiger Spoiler. Es geht wirklich darum, es gibt Leute, die wollen sowas nicht hören. Die wollen nicht wissen, dass sie am Ende eine Entscheidung treffen müssen. Dann dürfen sie das nicht gucken, wir spoilern ständig. Ja. Ja, also. Ich kenne die, weiß auch, dass die Logik anders aussieht. Ja, also. Solange wir nicht 50 Follower haben, tue ich es Spoiler so viel ich will. So. Das hat was mit Anstand zu tun. Nein. Ich bin nicht so, dass man. Mich kann man spoilern. Ich finde Spoiler gut. Ich finde jetzt nicht. Oh, ich dürfte kann das vielleicht sein, dass ich mich gerade konzentrieren muss? Und ja, ich finde Spoiler scheiße und deswegen. Wo musst du dich hier jetzt konzentrieren, Charles? Hier sind Viecher und Stalker unterwegs. Ja, das ist dann schon. Das habe ich schon gehört gerade eben. Nur es lässt sich nicht raushören, wo sie herkommen, wenn du reinplapperst. Da fährst du doch dein Ding. Dein Hörchguck-Ding. Nochmal, ich weiß nicht, ob du das Spiel irgendwie mal zeitweise mitbekommen hast. Stalker. Ach, Stalker. Ja, wo hast du. Wo weißt du denn? Nur an dem Geräusch, dass das Stalker sind. Ja, und weil sie es gerade gesagt hat. Aber das war schwer zu hören. Wenn ich gar nicht reden soll, dann spielst du alleine. Dann verlasse ich jetzt den Stream. Du bist sonst auch, weißt du doch, wenn du mal ganz kurz ruhig sein müsstest, oder? Ja, ich war aber gerade am Reden und habe das nicht mitbekommen. Also wenn ich nicht Stalker höre von ja, ihr, kann ich ja auch nicht aufhören zu reden. Da du Hörgeräte trägst und... Ja, das haben meine Hörgeräte. Ich werde verrückt. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo sie hin will, ehrlich gesagt. Ah, diese Harmonie. Ja, das ist halt, weil Rika grundlegend Recht haben möchte. Ich will nicht grundlegend recht haben, aber deine Anmerkung hat mir nicht gepasst. Weil ich gesagt habe, sei mal bitte kurz ruhig. Nee, weil es eh zu spät war. Ja, aber jetzt doch nicht. Das war too late. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht mal, wohin wir wollten oder warum sie jetzt hier rein wir muss. Wir wollen zum Krankenhaus. Ja, und warum muss sie jetzt hier rein? Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Die sind doch in diesem Hochhaus gelandet. Als ob das bei den bei dir anders wäre, Jens. Was ist bei mir anders? Jetzt habe ich nicht verstanden. Was habe ich anders gesagt? Ja, aber gerecht bekommen finde ich cool. Nein, die sind doch in dieses Hochhaus geknallt. Ja. Und müssen jetzt einen Weg aus diesem Hochhaus finden. Die sind aber auf einem Stockwerk, das sie nicht kannten. Das ist nicht gut. Und um hier durchzukommen, braucht das Mädchen eine Gasmaske. Aber sie hat durch ihre Flucht halt keine mitgenommen. Du musst jetzt für sie eine Gasmaske suchen. Ja, weil hier alles voller Spuren ist. Okay, jetzt bin ich wieder up to date. Das war innerhalb der 2 Minuten, in der du geplappert hast, in der Zwischensequenz. Ja, dann rede ich halt nicht mehr und halte ich nicht den Chat. Ich kann hier auch stillschweigend sitzen, das passt dir gerade auch nicht. Bis gerade eben hatten wir keinen Chat. Jetzt aber. Ich muss immer so tun, als hätten wir schon einen. Außerdem darfst du ja gerne plappern, aber es ist halt ein Let's Play und dann könnte man das Spielen auch bleiben lassen und du setzt dich einfach hin und redest. Aber mit deinem Podcast kommst du ja auch nicht voran. Ich war arbeiten bis gestern im Gegensatz zu anderen Menschen in meiner Umgebung. Du warst einen Tag länger arbeiten als ich und ich will gar nicht aufzählen, wie oft du Urlaub hattest in der Zeit. Nee, hatte ich nicht. Du hattest öfters freie Tage. Nein. Seit Mai hatte ich keinen freien Tag mehr. Und davor? Davor hatte ich ein paar Wochenenden Urlaub, das ist richtig, aber seit Mai hatte ich offiziell keinen freien Tag und die Krankheitstage willst du es nicht zählen, oder? Nee. Aber ja, ich habe also eben noch was gehört, also. Die hat irgendwas gebrummt. Noch eine Maske. Und? Ja. Und was ist mit den Zuschauern auf YouTube? Die haben wir ja auch nicht, der einzige Zuschauer, der da existiert, das bin ich. Das ist leider wahr. Okay, zurück zu Love. Aber trotzdem kann ich nicht einfach nur stillstehen sitzen und du spielst, ohne dass ich was sagen darf. Nein, natürlich nicht. Das sieht krass aus, ne? Mhm. Der ist in den geschlossenen Raum, wo du nicht reinkommst. Hab ich überhaupt? Ja, ich habe eine Schlagwaffe. Jetzt musst du wieder raus zur Tür, ne?
Da siehst du. Messer! Messer rein, Lärme, raus! Hinter dir. Hinter dir. Wer sind denn das? Hinter dir ist noch mal einer. Also, da rum, in dem Raum, glaube ich. Der rennt jetzt weg, ist nicht so gut. Ja, kann er mir das mal kurz drauf machen? Nein, kannst du nicht. Jetzt ist es. Gott sei Dank. Das Spiel hat sogar im Nachgang noch zwei weitere Modi dazu bekommen. Mhm. Also nach schwer, extrem oder was? Ja, und einen, wo du nicht sterben darfst. Wo du, sobald du stirbst, nochmal von vorne an. Ach du Scheiße. Ja. Vielleicht kann ich hier noch was bauen. Nee, aber die Frage ist doch jetzt immer noch, was mache ich jetzt mit meinem Halbwissen? Kläre ich das und gucke ich mir an, welches Ende ich gerne hätte und arbeite darauf hin? Oder lasse ich's und lebe mit dem, eventuell mit dem beschissenen Ende? Du kannst doch einfach vorher speichern und beide machen. Das wollte ich dir sowieso vorschlagen. Ja, dann musst du dir doch gar nicht diese große Frage stellen. Wenn du damit so ein Problem hast, dass du dir sagst, oh, jetzt will ich aber, ne, ich weiß nicht, dass ich versehentlich was Falsches mache. Gerber, meine Frage war ja, kann man hier mehrmals, also kannst du zwischenspeichern, weil das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Doch, hast du. Dass du mehrere Speicherpads hast? Okay, gut. Irgendwie war mir das jetzt nicht so bewusst. So, jetzt kommen sie natürlich gleich. Die kommen irgendwie von da, ja. Ja. Messer. Hinter dir. Damenbett. Hinter dir. Da, Seite. Da. Messer. Hinter dir zwei Stück. Messer! Bin dabei. Kannst du da nicht Messer bin? Okay. Okay, Frage: Warum habe ich das Gefühl, die können viel besser kämpfen? Weil die ja viel wilder sind. Denen ist ja eine Verletzung mal kurz nebenbei egal. Achtung, da, an der Couch. Messer! Jetzt dürfte ich Alarm. Nee, sie sagt's noch nicht. Was? Jetzt. Ich hoffe, das war's. Okay, jetzt hat sie's gesagt. Darauf hatte ich nämlich jetzt kannst eben... Kannst du irgendwas noch mit spekuliert. Heilen machen? Ja, ich hätte noch ein Medikit, aber ich wollte gerade mal hier reingucken. Vielleicht gibt es ja auch noch was, was ich da dann als Medikit verwenden kann. Ja, ja. Ich glaube, gelootet hast du jetzt. Aber ja, für alle, die diese Videos gucken, diese Diskussion, die wir dann führen, das ist bei uns Standard. Wir hatten es oft genug schon, dass die Leute dachten, wir würden uns streiten, also wenn sie uns so miteinander diskutieren hören oder reden hören. Dabei sind wir nur jemand, der vehement bestimmten Punkt verteidigt. Oder? Nein, sag es doch, sprich doch die Wahrheit. Ich bin dann sehr leidenschaftlich und werde dann laut und höre mich aggressiv an. Ja, und hör so. Nicht wirklich auf das, was man sagt, selbst wenn man recht hat. Das braucht bei dir immer ein wenig. Nee, Moment, du hast ja nun nicht immer kontinuierlich recht. Unfassbar. Ich war ja zu, ne? Oder war ich hier eben schon? Okay, sorry, ich, blöde Kuh, will nicht akzeptieren, dass du immer recht hast. Danke. Nennt man Ehe, meine Damen und Herren. Ich habe unterschrieben, dass ich nicht mehr recht habe. Ich habe was für dich.
Nee. So, das ist rein da unten, den du da erzählst. Hm? Wer? Wer? Du. Was? Du hast nicht unterschieden, dass du grundlegend kein Recht mehr hast. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Das habe ich aber vorher gesagt und du hast ja gesagt. Ich habe es ja jetzt korrigiert. Ah, das ist gesagt. So. Wir packen das. Ich habe ja eben schon alle getötet. War da ein Weg nach unten? Nein. Ja doch, spring. Ja gut, diesen Weg nach unten gibt's immer. So. Ellie, wieder zusammen. Oh. Mach's noch langsamer, Abby. Ja, ich weiß auch nicht, was es gerade sollte. Wo ist er jetzt? Sie? Hinter dir war er. Du musst zurücklaufen. I don't think so. Jetzt ach, doch da. Ja, sag ich doch. Krass, dann ist sie da geblieben. Ah. Ist das ein Löschloch? Bev, hol das da runter. Komme. Bitte? Gibt es bei dir nicht. Ja. Jetzt habe ich aber oft das Gefühl, dass das heutzutage dieses Bitte wegfällt. Das fällt selbst bei mir selbst auf, dass ich das Bitte gerne mal vergesse. Kommst du? Ja. So. Ich gehe mal runter. Sei vorsichtig. Wollte sagen. Ich sag doch da runter. Komm schon. Du schaffst das. Ach ja, die hast ja Höhe. Das macht sie mir jetzt sympathisch. Sie hat eine Schwäche. Nee. Das ist, als ob man hier in dem Haus herumläuft und Angst vor Spinnen hat. Ein Erik hätte mich jetzt verstanden, warum ich so gebrüllt hätte. Nee, wer hatte nochmal so Schiss? Ja. Gott sei Dank. Das Vieh, das du hast vor allen Dingen angeblich nicht gesehen ich haben willst, wirklich nicht gesehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, die war ja nicht klein. Und sie war auch neben mir. Ja, mehr oder weniger. Hinter dir. Boah, es hätte mich bescheuert gemacht. Hätte ich jetzt mal einen Gänsehaut, kriege ich jetzt schon, wenn ich daran denke, im Nacken. Nee, da bin ich entspannt. Nee. Avery im Black Ray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten, vermutlich die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Benutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm? Ich kann nicht mehr lesen. Nö, das doch nicht. Wegen deinem Podcast. Du hast ja mit meinem Bruder darüber gesprochen. Der meinte ja, dass du halt quasi so eine Art... Er meinte zwar, du solltest eine Rolle spielen... Ich soll spielen. Mich auf dumm stellen, ja. Und da habe ich gedacht, nein. Das halte ich für bescheuert. Ja, natürlich halte ich das für bescheuert. Wenn aber, er dann nicht mitmachen will, weil du ja sowieso... Er hat doch gesagt, dass du auf jeden Fall mitmachen willst. Nein, er hat gesagt, er macht nur mit, wenn das so läuft. Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, er würde auf jeden Fall mitmachen, wenn das Konzept vernünftig ist. Also wenn das Konzept gut ist. Er hat nicht gesagt, dass er gar nicht mitmachen will. Nee, würde. Aber das Konzept, wie ich es wollte, hat er gemeint, da macht er nicht mit. Das hält er für Schwachsinn. Nee, ist egal. Hm. Ich muss da... Du bist heute sehr in Diskussionslaune. Nee, ich wollte eigentlich nur was erzählen. Ich habe ihm das aber so gesagt. Er hat gesagt, er macht den Neo nicht mit. Ich wollte trotzdem etwas erzählen und nicht... Ich muss erst mal schießen. Also dafür, dass das Spiel will, dass ich ausweiche, funktioniert das Ausweichen echt nicht. Da war doch die ganze Zeit das da. Ja, hab ich doch. Quadrat. Ach so. Dann schubst du ihn weg und dann weichst du halt aus. Da hast du aber gar nichts gemacht. Doch, hab ich. Du bist das funktioniert noch nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, du bist doch überhaupt nicht ausgelegt. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, interessante Boxkämpfe zu machen. Vor allen Dingen, da steht sie mit dem Scheißfall und zielt nicht, ne?
Danke. Das Ding ist hinter dir. Mhm. Aber da ist es nicht geblieben. Wieso ist denn das Handy plötzlich laut? Weiß ich nicht. Warum sagst du das? Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur gewesen, ich wollte nicht rumschimpfen, sondern dir sagen, dass wenn das Konzept, dass du halt, dass Leute Thema mitbringen, worüber sie unbedingt reden wollen, da bist du ja sowieso jemand, der vielleicht von nicht jedem Thema immer perfekt die Ahnung hat. Ne? Mhm. Und wenn du dir dann halt quasi über die, mit den Leuten über diese bestimmten Themen redest, dann ist es eigentlich wie das Konzept von Joe Rogan. Wer ist das denn jetzt? Ein großer amerikanischer Podcaster, also der größte in Amerika, von dem Etienne Gardet auch immer so ein großer Fan ist. Ja. Weil der holt sich einfach Gäste zu irgendwelchen Themen rein, über die er mehr wissen will. Ja. Und unterhält sich mit denen. Ja, siehst du mal, dann ist das ja die Idee gar nicht so dumm gewesen. Nee, ist sie auch nicht. Und nur ist er halt, was halt mein Bruder meinte, ist das Ganze in das Extrem zu führen, zu sagen, du stellst dich absichtlich dumm, also du spielst eine dumme Rolle. Und das, eine Rolle spielen, ist immer bescheuert, weil wenn dann, ihr habt die beiden keine Ahnung von allem. Was? Ihr habt dich? Und du kannst dich schreiben. Keine Ahnung von allem. Was? Das Konzept von Joe Rogan ist, dass der über Themen redet, die er gut findet, auf die er Lust hat und die ihn interessieren. Aber er wollte damit sagen, dass wir beide keine Ahnung von Ja, das ist mir bewusst, dass ich von keinem irgendwas eine Ahnung habe, aber... Was? Das musst du mir nicht so offen ins Gesicht sagen oder Ich wollte dich doch zum Thema Comics ranholen, ihr sagt doch sowas nicht. Selbst da gibt es hundertprozentig Leute, die mehr Ahnung haben als ich. Es gibt immer jemanden, der mehr weiß. Ja, aber ein ganzes Stück ja, mehr Ahnung als nee, ich. Ja, nee, finde ich jetzt nicht so. Doch. Das Einzige, wo mein Comic... Bestimmt ein wandelndes Lexikon. Ja, mein einziges Comicwissen kommt aus der schwarzen Marvel-Reihe. Die ich seit 6 Jahren sammle. 7 oder 8. Wer ist schuld? Ja, ja. Das Lob stecke ich ein. Ja, ob das Lob notwendig ist, ist die Frage. Für mich schon. Warum? Ich krieg gerne Lob. Krieg in letzter Zeit nicht so viel Lob. Das halte ich für schwach. Ne, das ist so. Das ist Pia. Ich habe das Gefühl, Jens ist heute miesepetrig. Das bin ich aber immer. Es gibt immer ein 7-jähriges asiatisches Kind, was alles besser kann, ja. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich kann ihn nicht töten, lautlos. Ah! Ich wusste, was kam und mich wieder erschrocken. Entschuldige bitte. So ähnlich habe ich mich vorhin angehört, als ich die Spinne entdeckt habe. Ja, neben mir direkt über der Steckdose, die ich immer versteckt habe, dann wisst ihr ungefähr wo, war eine riesige Spinne und die habe ich nicht gesehen. Die war heute einen halben Tag mit mir hier im Raum. Die hat mir beim Zocken zugeguckt, beim Sachen sortieren. Unfassbar. Heute meckerst du deine Frau aber mehr als sonst an? Nein. Ich mag Anna. Ich mag sie nicht. Ich gebe einfach mehr Widerworte, das ist das Problem. Muss mir sagen, wenn ich zu viel meckere, das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommt mir der Urlaub nicht gut. Du hast ja erst einen Tag. Ich weiß. Habe ich nichts, um Messer zu produzieren. Nee, mir fehlt noch eine Schere. Nee. Ich hier vielleicht eine. Wofür ist eigentlich das Mädel dabei, wenn es jetzt gar nichts tut? Ja, ich verstehe so einiges gerade nicht. Macht mal das Spiel leiser oder euch lauter. Der Schuss hat mir das Trommelfell geschrottet. Das tut mir leid. Warte, ich mach uns lauter und das Spiel ein bisschen leiser. Ist das besser so? Auch wenn jetzt gerade nicht viel zu hören ist. Naja. Schieß. Nein. Weil da. Weil was da? Kriegst du in dem Spiel überhaupt irgendwas mit? Ja, was ist denn jetzt da? Ach so, da. Hörst du es auch nicht? Nö. Gott.
Und ich habe die Hörgeräte. Schieß mal. Drin, ja, danke, schieß mal. Ja, das hat Rika ja schon verlangt, also. Ja, der will das getestet haben, dann schieß mal. Das war jetzt eine ganze Nacht da hinten. Ja, ach, da hinten, das habe ich auch gerade erst gesehen. Da, Schatz, er steht da rum. Ach, ich weiß. Ja, warum schießt du denn jetzt nicht? Weil es hier noch 2, 3 gibt. Das Problem ist, ich glaube... Steht die da oder ist das wieder so ein Vieh? Nee, die steht da und ohne Messer kann ich sie halt nicht töten. Hast du kein Messer? Nee. Warum nicht? Ich habe ja eben im Kampf alle verbraucht. Schwierig. Ja, steh auf. Ja, ich wollte gerade sagen. Bist du bescheuert? Ja, weiß ich auch nicht. Komm, mach. Jetzt ziehst du durch. Und zack. Ach, deswegen. Oh ja. Immer drauf! Oder ist er leer? Nein, nein. So, war es jetzt zu laut? Da ist er. Ja, ist sie. Jetzt hast du ja geschossen. Hans, bitte Flamethrower. Du hättest jetzt aber auch schießen können. Hab ich doch. Hab ich da gerade gedacht? Was nein, ich hätte sie davor erschießen können, so. Weil, ja gut, das konnte ja keiner wissen. Jetzt hab ich auch wieder Messer gleich. Jetzt. So. Es geht nichts um Nahkampfwaffen. So. Lunter. Memo an mich. Nahkampfwaffen besorgen. Nee. Kein Spiel, wo man looten kann mit ihr. Spielen gut aus. Bei Man of Medan kannst du echt nicht looten, nein, richtig, ne? Das ist ja, Man of Medan ist ein laufender Film. Ein spielbarer. Ach, das ist ja herrlich. Dann gehst du mir da nicht auf den Sack. Ja, ich verabscheue das Spielprinzip in dem Spiel, das ich spiele. Nein, das habe ich nicht gesagt. Immer drauf, drauf, drauf. Mach leer, das Vieh. Nein, das macht man nicht leer. Ups. Da kommt vor allem noch einer, glaube ich. Okay. Alles klar da hinten? Ja. Nö. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Junge. So wie es mittlerweile wirkte, nein. Aber es ist dasselbe wie Krona in, Ja, da, Soul Eater. Soul Eater, da weißt du es ja auch lange Zeit nicht, ob Männlein oder Weiblein. Aber er ist doch ein Junge. Ja. Ja. Ich hasse das. Dass du überhaupt weißt, wohin? Ich habe völlig die Orientierung verloren. Hat man bis jetzt nicht mitbekommen. Was? Okay, da war nichts. So, dann... Dahin. Das Problem, warte mal, ich muss mal die Schrotflinte da hinlegen. Die behalten wir da und hier möchte ich gern die haben. Genau. So, hast du es jetzt? Ja, weil jetzt ist logischer und schneller zu greifen. Den habe ich nicht gesehen. Messer? Eigentlich wollte ich dann auch kein Messer verwenden. Lev, ich hasse dieses Gebäude. Geh weiter runter. Kommst du da runter? Na, ich muss hier um diesen Raum rum. Wahrscheinlich kommt hier wieder einer. Kannst du da nicht einfach vom Balken runterspringen? Da war doch ein Plateau. Ja, es kommt drauf an, ob dieses halt so weit springen kann. Ja, aber warum hast du es nicht direkt probiert? So.
Wachseher. Ich bräuchte aber Klingen. Du meinst Scheren. Ja, das da unten meinte ich, ob du nicht da einfach runterspringen kannst. Ja, das ist wahrscheinlich auch Sinn der Geschichte. Da, darauf wollte ich hinaus. Ja, guck. Oh. Jetzt klettern wir mal noch kurz bis zum Erdgeschoss. Dich bringt auch keiner um, wenn das Video 40 Minuten geht. Doch. Die Internetgewerkschaft, denn es gibt nur begrenzte Kapazität für jeden. Und ist sowieso gerade das Problem, weil die große schwarze Internetbox verschwunden ist. Und wenn die kaputt geht, dann gibt es das Internet nicht mehr. Guckt ja eh keiner, das stimmt. Geht euer Alarm nicht auch laut los? Noch irgendwelche Wünsche? Ich finde das immer schön. Dieser Alarm ist ja auch sehr provisorisch. Nee, das ist mein Alarm, der voreingestellt ist. Für die Videos. Normalerweise wollen wir ja eigentlich gerne irgendwo eine Uhr haben, die mitläuft. Sprich lauter. Sind wir jetzt wieder immer noch so leise? Ich hab's doch jetzt schon. Du willst mich doch verarschen. Also Fräulein, so langsam, ne? Übrigens, du atmest immer noch so krass ins Mikro, warum? Ja, das finden die Leute bestimmt super gut. dann sprich halt lauter, wenn du auch schon hochgestellt hast. Warte mal kurz. Okay, das ist Rika. Ich stelle mich lauter und ich stelle Rika ein bisschen leiser, weil ich muss ja beide steuern und Rika übersteuert gerne mal. Kann ja auch kein anderer was dafür. Okay, ein Fortschritt. Den bringst du dem hier gerade zu Weißglut. Okay. Der kocht jetzt schon innerlich. Und du? Nö. Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Ja, ich habe mit meinem heimlichen Schwan geschlafen, der aber eigentlich andersweitig liiert ist und ein Kind erwartet. Und der will seine Frau zurücklassen und abhauen, damit er die Freiheit genießen kann. Ach, das hast du halt gemacht. Hä? Schick Rika halt raus. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich einen Stream mache, während ich am Pen and Paper schreibe und arbeite. Und die Einzigen, die es gucken würdet, werdet ihr und dann werdet ihr gespoilert. Ja. Aber man kann ein bisschen über die Welt gemeinsam nachdenken, weil ich würde ja nicht die Geschichte schreiben. So, wie es aber hier in diesem Klebemassel weitergeht, weil das Haus scheint noch ein bisschen abwärts zu gehen. Da. Schauen wir uns dann einfach mal in der nächsten Folge an, ne? Bis dann. Tschö.